Herzlich willkommen bei den Nachrichten von Rohstoff TV. Altona Mining ist der nächste Meilenstein gelungen. Das australische Kupferunternehmen hat jetzt eine weitere wichtige Genehmigung erhalten. So hat Altona jetzt für das unternehmenseigene Kupferprojekt Cloncurry in der Nähe von Mount Isa in Queensland ein Amended Environmental Authority vom Queensland Department of Environment and Heritage Protection erhalten. Diese Änderung ist eine wichtige Bedingung für das geplante Joint Venture mit dem chinesischen Partner Sichuan Railway Investment Group. Das Joint Venture hat ein Gesamtvolumen von 238,5 Millionen US-Dollar und wurde erst Anfang Juni verkündet. So befindet sich das geplante Bergbauprojekt Little Eva beim Projekt Cloncurry und hier wurde nun ein überarbeiteter Minenplan genehmigt. Jetzt ist es möglich, die dort vorhandene Lagerstätte Turkey Creek in den Minenplan zu integrieren. Altona kann nun unter anderem die neue Tagebaumine bei Turkey Creek aufbauen und auch die Lebensdauer der Mine und der verarbeiteten Tonnen erweitern. Schon jetzt ist das Projekt Cloncurry mit knapp 330 Millionen australischen Dollar in bar voll finanziert. Bei der erfolgreichen Umsetzung des Joint Ventures wird der chinesische Partner SRIG 66% erhalten und Altona selbst wird 34% halten. Dieser Anteil entspricht wiederum einer Kupferäquivalentproduktion von 15.000 Tonnen. Nun zu Fission Uranium. Einmal mehr macht Fission Uranium von sich reden. Jetzt mit den aktuellen Bohrergebnissen vom PLSL-Uranprojekt im kanadischen Athabasca-Becken. Auf dem PLS-Projekt befindet sich die oberflächennahe und hochgradige Lagerstätte Triple R. Von entscheidender Bedeutung ist, dass mit der hochgradigen neuen Mineralisierung die Zone klar nach Westen in Richtung der Lagerstätte Triple R ausgeweitet und die Streichlänge des hochgradigen Kerns um 60 Meter verlängert wurde. Zu den neuen Bohrungen, die allesamt die oberflächennahe mächtige Mineralisierung durchteuft haben, gehörte auch ein Bohrloch, bei dem eine Verbundmineralisierung über insgesamt 35 Meter durchschnitten wurde, einschließlich 7,1 Meter mit mehr als 10.000 CPS. Ross McElroy, President and CEO of Fission Uranium, erklärte dazu: Die Transformation, die im Laufe des Winters begann, setzt sich auch am östlichen Ende unseres 2,58 Kilometer langen Trends fort. Die oberflächennahe Mineralisierung konnte an Größe und Stärke zulegen. Alles in allem ist dies ein hervorragender Start dieses Bohrprogramms und wir sehen den Ergebnissen der nächsten Bohrlöcher freudig entgegen. Das waren die aktuellen Nachrichten von Rohstoff TV. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus München.